Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SGD vor dem Heimspiel gegen den Halleschen FC. Anstoß der Partie im Rudolf-Rabi-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr. Dazu begrüße ich wie immer unseren Chefcoach Markus Anfang neben mir, dem ich auch gleich die erste Frage stellen werde. Markus, durch das Montagsspiel hattet ihr jetzt eine verkürzte Trainingswoche. Wie habt ihr euch in den vergangenen Tagen auf das Heimspiel vorbereitet? Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, wir hatten in der Tat eine kürzere Trainingswoche. Wir hatten ja auch nach dem Spiel sind wir direkt zurückgereist, sind dann morgens um halb fünf sind wir angekommen, haben dann gegen Mittag trainiert, haben jetzt keinen freien Tag gehabt, haben halt jeden Tag jetzt trainiert, haben natürlich dementsprechend etwas reduzierter trainieren müssen zu Beginn und gestern dann ein bisschen mehr trainieren können. Heute ist dann Abschlusstraining, also uns fehlt so ein bisschen ein Trainingstag, logischerweise, aber das war ja klar. Nur es ist halt so, wenn du montagsabends spielst, ich glaube, die Fans wissen das ja auch, für die ist das auch schwieriger, wenn sie dann dienstags arbeiten müssen. Für uns ist der Montagabend dann auch aufgrund dessen, weil du da eine kürzere Woche hast, ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Vielen Dank, Markus. Wir beginnen wie immer mit den Fragen im Raum. Und die erste hat Jens Umbreit von Radio Dresden. Dann würde ich zwei Fragen stellen. Erste Frage, klar, Personal. Können Sie uns ein Update geben, wer Ihnen morgen nicht zur Verfügung steht, beziehungsweise zur Verfügung steht? Paul Wille hat Sperre abgesessen, der dürfte wieder dabei sein. Ja, genau, der genannte Paul ist halt leider krank, hat gestern auch nicht mit der Mannschaft trainiert, genauso wie Haupe vorgestern nicht trainiert hat, gestern nur einen Teil des Mannschaftstrainings mitgemacht hat, auch frühzeitig reingegangen ist. Bei beiden wissen wir jetzt nicht, wie es aussieht. Wir haben generell so ein bisschen so eine Grippewelle, ein paar erkältete Spieler bei uns in unseren Reihen. Und ja, hinzu kommt halt Robin Becker, der uns nach wie vor, und ja klar, Luca, der langzeitverletzt ist, die uns nicht zur Verfügung stehen. Nächste Frage, nochmal Jens. Dann würde ich ansetzen. Sie kennen das Gefühl ja schon, wenn der Gegner vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden den Trainer wechselt oder gewechselt hat. Ich glaube, in der Hinrunde war es bei Saarbrücken so der Fall. Wie ändert das Ihre Herangehensweise an das Spiel morgen gegen Halle? Ja, kommt halt auch zwangsläufig immer wieder auf uns an, was wir spielen. Und wir ändern ja nicht wirklich viel. Also klar, der Gegner bietet uns dann immer wieder Möglichkeiten an, die wir bespielen können. Die müssen wir halt erkennen. Das kannst du halt im Training in der Regel immer ganz gut vorbereiten, wenn du weißt, was so auf dich zukommt. Aber es ist halt so, dass wir auch da Informationen haben über den jetzigen Trainer. Der hat schon 5-4-1 spielen lassen. Er hat 4-3-3 spielen lassen im Sinne von 4-1-4-1 oder auch 4-2-3-1. Also 3-4-3, wir wissen das im Prinzip alles. Also wir haben die Formationen so. Auch im 4-4-2 hat er mal verteidigt. Also von daher sind es Themen, die wir alle kennen, die Jungs kennen, weil es halt auch schon in der Saison immer wieder vorgekommen ist. Ja, wir wissen auf jeden Fall so ein bisschen, was auf uns zukommt. Aber ganz entscheidend ist halt, wie wir die Partie angehen. Nächste Frage hat Jochen Leimert von der DNN. Ja, der Sieg am Montag war wichtig, hat den Rückstand zu den vorderen Rängen doch deutlich schmelzen lassen. Inwiefern hat dieser Sieg, auch in München zu gewinnen bei einem Aufstiegsaspiranten, ist ja nicht ohne, inwiefern hat dieser Sieg der Mannschaft nochmal einen Kick gegeben, nochmal zusätzliche Motivation, gerade jetzt fürs Ostderby? Ja, erstmal, Tabelle ist jetzt für uns nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist der Weg, den wir jetzt einschlagen wollen. Wir wollen besser werden nach der Winterpause. Wir haben uns vorgenommen, bei der Analyse von der Hinrunde, dass viele Dinge nicht so gut waren und die Dinge wollen wir halt besser machen. Jetzt in der Rückrunde, wir haben jetzt in den Spielen nach der Winterpause haben wir 7 Punkte geholt aus 3 Spielen. Das ist gut, das ist okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, gegen Halle nachzulegen und darauf konzentrieren wir uns. Also wir gucken nicht auf die Tabelle, es interessiert uns auch gerade überhaupt nicht, sondern wir versuchen, unsere Spiele einfach zu gewinnen. Und wenn wir das schaffen, wird es häufig das Bild der Tabelle auch wieder ändern. Aber die Tabelle ist jetzt erstmal sekundär für uns. Und dass wir jetzt in München 60 gewonnen haben,
ja, es sollte der Mannschaft Auftrieb geben, aber ich habe ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, da bin ich auch gefragt worden, ob ich mich nicht freuen würde über den Sieg, aber ich freue mich über den Sieg, aber am Ende geht es halt auch darum, du kriegst jetzt auch nichts mehr dafür. Du musst dich jetzt auf das nächste Spiel konzentrieren. Und das ist halt jetzt die Aufgabe, Halle so zu bespielen, wie wir das dann auch 70 Minuten lang in München gemacht haben und alles dafür tun, das Spiel für uns oder für uns die 3 Punkte zu holen und das Spiel zu ziehen, um den nächsten Schritt dann halt zu machen für uns und an dem, was wir jetzt auch uns erarbeitet haben, einfach festhalten. Nochmal Jochen. Frage anderer Natur muss heute kommen. Wie waren die ersten Eindrücke jetzt mit Kevin Broll im Training? Sie haben ja gesagt, ich schaue mir den erstmal an, dann gucken wir, wie geht's Sven Müller. Der hätte sicherlich auch Lust, gegen Halle zu spielen. Wie ist da der letzte Stand? Wie eng ist das Rennen bei den Torhütern? Ja, ich habe es ja eben gesagt, so eine kurze Trainingswoche. Wir haben jetzt da nicht so viele Einheiten gehabt, wo wir jetzt das nochmal so ein bisschen mit reinnehmen konnten. Ich muss auch grundsätzlich sagen, dass Drille jetzt in den letzten Spielen das auch sehr ordentlich gemacht hat. Und wir gucken jetzt im Training heute nochmal rein und dann wird David halt auch dann dementsprechend als Torwarttrainer auch da mit einer Entscheidung treffen. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf und er ist auch derjenige, der das größtenteils entscheidet. Und dann werden wir das Spiel gegen Halle angehen. Aber wie gesagt, Brollo hat jetzt noch nicht so viele Trainingseinheiten mit absolviert, hat jetzt erstmal diesen medizinischen Check gemacht, ist dann ins Mannschaftstraining reingegangen, muss auch noch ein paar Dinge so für sich regeln hier. Aber ich glaube, das wird recht schnell gehen und dann haben wir nächste Woche auch eine normale Trainingswoche. Also müssen wir mal schauen, wie das heutige Training läuft und dann werden wir uns auch hinsetzen und eine Entscheidung treffen. Noch eine darf. Erich Berko ist jetzt beim HFC. Haben Sie sich schon umgehört bei ehemaligen Mitspielern von ihm hier in Dresden oder wie gut kennen Sie ihn noch aus der Liga? Ja, was verändert das? Ja, den habe ich ja selber trainiert in Darmstadt. Also von daher kenne ich ihn sehr gut. Wir haben mal reingeschaut, er hat jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten nicht so viele Spielanteile bekommen. Aber ist halt ein Spieler, ein bulliger Spieler, ein schneller Spieler, Spieler, der auch gerade in Umschaltsituationen gefährlich sein kann. Das habe ich damals, glaube ich, mit Köln hier auch erlebt. Da hat, glaube ich, Erich, glaube ich, auch ganz gut gespielt, hat, glaube ich, auch ein Tor gemacht oder 2 sogar. 100% weiß ich nicht mehr, aber ich weiß halt, dass er uns wehgetan hat in Umschaltmomenten damals und ja, der hat bei mir in Darmstadt, wie gesagt, hat das auch ganz ordentlich gemacht. Hatte da so ein bisschen das Problem, dass er halt häufiger mal ein bisschen verletzt war. Aber jetzt, wo er in Halle ist, wissen wir schon, was auf uns zukommt. Timotheus Eimert, Sächsische Zeitung. Ja, ich habe 2 Nachfragen. Die erste zu Kevin Broll. Sie haben am Mittwoch haben Sie gesagt, dass man ja auch noch verschiedene Abläufe trainieren müsste für den Torhüter. Ihr berühmter Trainerkollege von Ihnen, Julian Nagelsmann, hat gesagt, sein Torhüter bräuchte nur 15 Minuten, um die Abwehr zu verstehen. Was macht es denn bei Ihrer Mannschaft so schwierig, dass ein Torwart länger braucht als 15 Minuten, das Spiel Ihrer Mannschaft zu verstehen? Ja, das habe ich gar nicht gesagt, dass er das nicht versteht. Also ich habe ja nicht gesagt, dass er das nicht versteht. Aber, glaube ich, mehr Zeit braucht, haben Sie gesagt. Nee, das liegt ja am Torwart selber. Also du kannst das den Jungs zeigen, du kannst das die trainieren lassen. Aber Tatsache ist ja, die müssen es ja auch mal gemacht haben. Und wenn das bei Julian Nagelsmann so schnell geht, dann ist das schön. Deswegen ist er auch bei Bayern München Trainer und nicht bei Dynamo Dresden wahrscheinlich. Also gibt es auch irgendwo Unterschiede. Aber ich finde, dass das nicht so kompliziert ist, dass es recht einfach ist. Aber es braucht halt zwangsläufig Wiederholungen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann bei Julian in München so ist, dass er dann innerhalb von 15 Minuten so viel Wiederholungen hat, dass er es verinnerlicht hat. Ich weiß es aber nicht, ich kenne die Aussage aber auch nicht. Und noch eine Nachfrage zu Niklas Hauptmann. Er war jetzt auch krank oder hat er etwas anderes? Er war krank. Okay. Er war krank und hatte vorgestern am Training auch nicht teilgenommen und gestern nur Teile des Trainings mitgemacht. Wir haben ihn dann früher reingeschickt und jetzt müssen wir mal gucken, wie er reagiert. Tim Schlegel, Bild Dresden. Trainer, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns jetzt mal eine erste Halbzeit wünschen, die genauso gut ist wie die zweite Halbzeit. Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass es ein Heimspiel ist? Die letzten 2 Spiele waren ja Auswärtsspiele, wo natürlich der Druck von den Rängen vielleicht ein bisschen größer ist. Dass jetzt natürlich auch eine gewisse Euphorie da ist, die möglicherweise sofort das Team, wenn man es merkt, die geben jetzt von Anfang an Gas, das vielleicht ein bisschen trägt oder kann man das daran nicht festmachen? Es ist schon so, dass wir dann auch ein bisschen dafür verantwortlich sind, dass der Funke überspringt auf die Zuschauer. Das ist schon klar. Ich glaube, dass wir das jetzt aber auch in den Spielen gezeigt haben, dass die Jungs das können. Ich
bin da so dieses Thema erste, zweite Halbzeit. Ich weiß, dass das präsent ist. Ich weiß, dass das auch Thema ist. Wir haben Spiele gehabt, wo wir richtig gut in die Spiele reingekommen sind, teilweise geführt haben, wenn ich mal Bayreuth nehme. Und trotzdem haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht. So hätte ich sagen können, naja, wir haben 1-0 geführt, wir sind super ins Spiel gekommen, wir haben eine super Halbzeit gespielt. Stimmt aber zwangsläufig nicht. Also ich mache es jetzt nicht an dem Ergebnis raus. Und die Statistik, die geht einfach nur nach dem Ergebnis. Ich finde, dass wir gegen Osnabrück auch eine super erste Halbzeit gespielt haben, haben 0-2 hinten gelegen. Und alle reden über die zweite Halbzeit, weil wir 3 Tore geschossen haben, haben 3-2 gewonnen. Ich rede über 90 Minuten, die gut waren. Aber das fällt in die Kategorie rein. Erste Halbzeit hinten gelegen, 2-0. Erste Halbzeit war schlecht. Das ist mir dann doch ein Ticken zu einfach. Also wir haben Spiele gehabt, wo wir geführt haben, wo du sagst, na, das ist es aber nicht. Dann hätten wir zwangsläufig vielleicht meine erste Halbzeit vielleicht für uns entschieden. Wir machen es einfach an den Inhalten fest. Und ich glaube, da können wir sicherlich besser, oft besser in die Partien reinkommen und uns es uns vielleicht ein bisschen einfacher machen. Wir waren jetzt auch in den Spielen sehr, sehr effektiv, was die Torchancen betrifft. Wenn wir das in den Spielen vorher auch gewesen wären, wo wir auch in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, dann wären wir vielleicht auch viel früher in Führung gegangen, hätten viele darüber gesprochen, dass wir immer gut in die Partien reinstarten. Also wir versuchen nicht zu differenzieren, erste, zweite Halbzeit, das versuchen wir nicht. Ich kenne die Statistiken, gibt auch Statistiken mit Expected Goals, da wären wir normalerweise Tabellenzweiter, knapp hinter Wiesbaden, das sind wir aber auch nicht. Also es ist schwierig, das eine ist eine Statistik und das andere ist aber das, was tatsächlich eintrifft. Und wir müssen versuchen, das zu beeinflussen, was tatsächlich eintrifft. Und da haben wir, glaube ich, noch Potenzial nach oben, auch die Spiele so anzugehen. Und ich glaube nicht, dass einer in der Kabine sitzt und sagt, naja, komm, erste Halbzeit spielen wir mal so ein bisschen und zweite Halbzeit geben wir dann Gas. Und wenn sie das machen würden, dann müsste ich sie noch mehr in den Hintern treten. Also in der Halbzeitpause verliere ich immer ein Stück Stimme. Wäre ganz gut, wenn ich das dann vielleicht nicht verlieren würde und die Jungs vom ersten Tag an oder von der ersten Sekunde an dann da wären. Aber ich glaube, das machen sie nicht extra. Nochmal Tim. Wenn Sie das jetzt so schildern, also gehen Sie da gar nicht explizit darauf ein, zu sagen, Jungs, Leute, heute mal von der ersten Minute und nicht die ersten 20 Minuten vielleicht ein bisschen lethargisch wirken, sondern nehmen das bewusst vielleicht gar nicht mit in Ihre Ansprache? Boah. Ich meine jetzt, die letzten zwei Spiele waren ja vor allem die ersten paar Minuten irgendwie nicht das, was der Rest des Spiels war. Ja, genau. Gegen Meppen haben wir dann in den letzten 10 Minuten das Spiel verschenkt. Jetzt können wir ja darüber sprechen, boah, wollt ihr denn in den letzten 10 Minuten das Spiel wieder herschenken? Weil gegen Meppen war es so. Ja, und in den letzten zwei Spielen reden wir von den ersten Minuten. Das ist halt schwierig. Also kann sich jetzt nicht nur auf eine. Wir müssen grundsätzlich versuchen, 90 Minuten das Spiel zu kontrollieren. Ob du das dann immer so kontrollierst, dass du den Ball hast, dass du Chancen kreierst, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Du kannst auch die Kontrolle haben, indem der Gegner einfach nicht viel herausspielt und du vielleicht auch mal gut und kompakt stehst. Aber Tatsache ist halt, wir müssen 90 Minuten im Spiel sein. Und da haben wir halt immer wieder Phasen in unserem Spiel, wo wir einfach viele, viele Minuten verspielen, wo wir einfach nicht so wach sind, wie wir es sein können. Und darüber müssen wir halt reden. Jens Maßlich, Dresdner Morgenpost. Trainer, Sie haben es ja schon angerissen, eine Wundertüte kommt nicht nach Dresden, aber was für einen Gegner erwarten Sie denn? Ja, ich glaube, wenn du so eine Situation hast, dann wirst du halt grundsätzlich versuchen, erstmal über die Grundtugenden zu kommen, dass du gute Abstände hast, dass du aggressiv in die Zweikämpfe gehst, dass du schnell umschaltest, dass du vielleicht sogar, je nachdem wie die Situation ist, vielleicht wird der Gegner mal hoch verteidigen, vielleicht werden sie es aber auch tiefer stellen, um dann ins Umschaltspiel zu kommen. Das kann beides der Fall sein, kann auch beides vorkommen in dem Spiel. Aber ich glaube, die Grundtugenden von ihnen wird schon sein, dass sie versuchen wollen, unser Spiel gefühlt so ein bisschen zu zerstören, sodass wir nicht in unser Spiel reinkommen. Und das werden sie wahrscheinlich mit einer dementsprechenden Härte und Aggressivität machen. Sind noch Fragen offen? Tim Schlegel. Inwieweit ist es ein Vor- oder ein Nachteil, dass ja gefühlt von der Tabellenkonstellation her und nach den letzten Ergebnissen Dynamo diesmal schon irgendwo, zumindest auf der Papierform, der Favorit ist? Muss man da nochmal gegensteuern und sagen, dass der Klassiker, jede Mannschaft kann jeden schlagen in der dritten Liga? Oder kann man auch mal sagen, wir haben uns diesen Status jetzt erarbeitet, dass wir in dieses Spiel mit einer Favoritenrolle gehen? Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Favoritenrolle haben wir ja eigentlich das ganze Jahr. Ich höre das erste Mal, dass wir jetzt vielleicht Favorit sind. Aber ja, ist okay. Also ist in Ordnung. Ich kann damit wenig anfangen, mit diesen Rollenspielen. Also ich weiß, dass das immer so ein bisschen hineintransportiert wird. Das ist auch in Ordnung. Aber das hilft dir nichts. Also nur weil du Favorit bist, wirst du das Spiel jetzt nicht gewinnen. Also das ist,
das steht auf einem ganz anderen Blatt. Du musst die 90 Minuten erstmal spielen. Wir haben gegen Meppen war es auch so, da haben auch alle gesagt, so jetzt bist du vielleicht der Favorit oder gegen Oldenburg bist du der Favorit. Gegen 60, ja, vielleicht ist 60 der Favorit. Das bringt dir nicht viel. Also darüber brauchen wir auch uns gar keine Gedanken zu machen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir diese 90 Minuten plus Nachspielzeit, dass wir so viel von dem, was wir können, auf den Platz bringen. Und wenn wir das hinbekommen, sowohl mit als auch gegen den Ball, dann werden wir auch ein gutes Spiel machen. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie das Wetter das noch beeinflusst. Kann ja sein, dass es auch stark regnet. Das weiß ich halt nicht, zwangsläufig. Ich hoffe, dass im Stadion der Platz gut ist. Wir wollten diese Woche eigentlich ins Stadion. Aber aufgrund der Wetterungsbedingungen haben wir gesagt, lassen wir das lieber, bevor wir den Platz da irgendwie ein bisschen zerflügen. Gucken wir, dass wir halt einen dementsprechend guten Platz haben, wo wir am Wochenende drauf spielen. Das war zum Beispiel auch in 60 München der Fall. Der Platz in München war sehr, sehr gut für die Verhältnisse. Also das kam uns dann auch vielleicht ein Stück entgegen. Dann jetzt an der Stelle noch eine Frage aus dem Chat, die gerade reingekommen ist, von Patrick Franz, Bild Dresden. Er fragt, Stichwort Effektivität. Dennis Bukowski hat gerade zweimal in Folge getroffen. Ist bei ihm der Knoten geplatzt? Was zeichnet ihn aktuell aus? Naja, also ich hätte mir auch gewünscht, wenn er ein bisschen früher geplatzt wäre. Ich glaube, dass wenn er denn tatsächlich geplatzt ist, ich glaube, dass der Junge viel Potenzial hat, dass er immer für eine gewisse Torgefahr sorgen kann. Wichtig ist natürlich auch, dass er sich immer in Dienst der Mannschaft stellt und dass er dann auch nach hinten arbeitet. Und ich glaube schon, dass bei Denno die Qualität immer wieder aufblitzt. Aber um sich dann wirklich unverzichtbar zu machen und um den nächsten Schritt der Entwicklung zu machen, gehört auch eine gewisse Konstanz dazu. Das heißt, nicht immer nur mal eine Woche oder zwei Wochen hintereinander zu performen, sondern das dann auch durchweg über eine Saison oder über einen längeren Zeitraum. Es ist menschlich, dass es mal nicht funktioniert. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, mit der Qualität, die nicht nur er, sondern auch einige Spieler in unseren Reihen haben, müsste man auch eine gewisse Konstanz reinbringen. Und wenn wir das reinbringen, ohne dass er vielleicht ein Tor macht, sondern dass er seine Qualität abruft, dann hilft er der Mannschaft auch. Und darum geht es, der Mannschaft zu helfen. Sehr gut. Dann nochmal Frage Timotheus Eimert. Anfang, ich habe noch eine persönliche Frage. Wir haben gerade gesehen, Sie haben Ihre Schiene verloren oder ist ab, hat sie denn irgendwie, wahrscheinlich sind sie erleichtert, aber hat sie denn die Schiene irgendwie noch beeinflusst irgendwie in der täglichen Trainingsarbeit oder ist es jetzt ein Vorteil natürlich ohne Schiene rumzulaufen? Verloren ist gut. Wir sind von München wiedergekommen und dann habe ich die morgens früh direkt nach der Busfahrt, weil das war so nach 8 Wochen, habe ich sofort ausgezogen, habe sie sofort oben auf den Schrank gepackt und habe gesagt, ich will sie jetzt nicht mehr sehen. Habe sie aber vorher immer brav angezogen, weil sowohl José als auch Matze, unsere beiden im Fitnessbereich und unsere Physios gesagt haben, du musst sie immer wieder anziehen, gerade draußen auf dem Platz. Könnte ja sein, dass mal vielleicht eine oder andere Situation ist. In München 60 hatten wir fast so eine Situation, wo ich noch weggehüpft bin. Und ja, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Sie hat mich insofern eingeschränkt, dass das so immer wieder runtergerutscht ist. Das ist halt ein bisschen unangenehm, aber naja, jetzt ist sie weg. Ich bin froh, dass er weg ist und ich kann mich normal bewegen. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt immer besser mit dem Knie. Dem Schlegel nochmal. Da habe ich euch gleich noch eine persönliche Frage, Trainer. Diese Woche sind gleich 3 Trainer gefeuert worden. 2 davon, wo Dynamo unmittelbar irgendwo was damit zu tun hat. Erst nach dem Spiel, jetzt vor dem Spiel. Wie gehen Sie damit um? Denken Sie da manchmal drüber nach und sagen sich, tja, so schnell kann es gehen? Kann man sich da eine gewisse Empathie, ein gewisses Mitleid vielleicht sogar leisten oder sagen Sie, ich lasse das gar nicht an mich ran, weil das ist einfach in diesem Geschäft so, passiert halt eben. Ja, ist schwierig. Also ich selber habe ja so eine Situation in Köln auch mitgemacht. Du bist 31 Spieltage, bist du ganz oben und bist eigentlich schon aufgestiegen und wirst dann auch entlassen. Gibt nicht immer Erklärungen dafür. Manchmal ist halt eine Entscheidung, die dann getroffen wird, die muss man halt dann zwangsläufig akzeptieren. Ist auch vielleicht so immer diese Floske, ist halt Teil dieses Geschäftes. Trotzdem ist ja jeder leidenschaftlich Trainer und ich glaube, jeder will natürlich erfolgreich sein und jeder hat auch alles dafür getan, erfolgreich zu sein. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man eine Entscheidung treffen muss als Verein, dann muss man das als Trainer genauso akzeptieren. Das ist halt leider so. Schwierig, aber gehört halt dazu. Man wünscht sich natürlich immer ein bisschen Zeit, dass man was entwickeln kann. Und das hilft auch meistens, wenn man so mal guckt in den,
in den Vereinen, wenn man jetzt bei Heidenheim schaut, das, glaube ich, ist so ein gutes Beispiel. Oder Freiburg, das ist auch ein gutes Beispiel, dass man da ein bisschen Zeit gibt, um was zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite will man sich auch nicht nachsagen lassen, dass man zu spät reagiert hat. Also das ist eine schwierige Entscheidung. Jochen Leimert. Herr Anfang, Sie haben ja schon jetzt einige Ostderbys auch miterlebt als Trainer, Aue, Halle auch in der Hinrunde. Haben Sie irgendwelche Mentalitätsunterschiede festgestellt im Vergleich zu den Derbys, die Sie als Spieler früher in den Altbundesländern erlebt haben? Köln, Düsseldorf, das sind ja, vielleicht sind die Stadien dort etwas größer. Aber gibt es da irgendwelche Unterschiede, irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist? Nein, ich glaube, Derby ist Derby. Und wenn du gerade solche Spiele hast, dann glaube ich, es ist egal, in welcher Region du bist. Wenn die Regionen nah beieinander sind, dann hast du so eine gewisse Brisanz immer drin. Und da ist es dann zwangsläufig auch immer mit ein bisschen Stress und Härte verbunden in den Spielen. Das gehört dann zwangsläufig dazu, muss man einfach sagen. Aber ich habe es ja als Spieler auch schon erlebt mit Cottbus. Und da war ich ja auch Spieler des Ostens. Also von daher, ich finde immer dieses Ost-West, finde ich immer schwierig, bin ich ehrlich. Also wir sind ja froh, dass wir alle zusammengehören. Also deswegen ist es immer schwierig. Aber der Scholle lebt das auch. Also von daher ist das total in Ordnung. Ist das total in Ordnung. Jetzt noch Fragen offen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dementsprechend gibt es von mir wie immer jetzt noch ein paar Infos zum Spiel. Anstoß ist, wie bereits gesagt, morgen am Samstag um 14 Uhr. Zum jetzigen Zeitpunkt sind rund 23.000 Tickets verkauft. Etwa 1.900 Gästefans aus Halle werden erwartet. Dementsprechend sind die Tageskassen am Spieltag auch überall geöffnet. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis an alle Dynamo-Fans, die geplant haben, morgen aus Richtung Leipzig mit der Bahn anzureisen. Durch den Aufruf der Fanszene Halle wird es speziell für die Züge aus dieser Richtung bereits ab etwa 10 Uhr eine übermäßige Auslastung geben. Wir empfehlen dringend, entweder deutlich früher nach Dresden aufzubrechen oder auf andere Verkehrsmittel idealerweise umzusteigen. Alle weiteren wichtigen Infos dazu und zum Spiel findet ihr im Laufe des Nachmittags wie gewohnt in der Faninfo auf der Dynamo-Website. Übertragen wird die Partie live und in voller Länge, dieses Mal auch im frei empfangbaren MDR und natürlich bei Magenta Sport. Und zu guter Letzt noch der Hinweis zu unserem Nachwuchs. Unsere U19 startet am Wochenende wieder in die Restrunde. Am Samstag um 13 Uhr empfängt das Team von Cheftrainer Willi Weiße die Altersgenossen des Berliner AK im Sportpark Ostra. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Kommen, vielen Dank an dich, Markus. Wir sehen uns morgen im RHS. Bis dann. Ciao.